Hallo und herzlich willkommen hier bei Optionsstrategien TV. Mein Name ist Jens Raube und heute geht es wieder mal um eine Frage, die wir aus dem Helpdesk haben. Ihr wisst, Helpdesk, das ist das Webinar, was es bei uns immer zum Börsendienst Optionsstrategien gibt, also unserem quasi Börsen-Newsletter, der jeden Mittwoch erscheint. Und da ist eine tolle Frage gekommen, da geht es um kleine Aktien, was man da mit Optionen machen kann und was man da machen kann, jetzt im Video. Der Andreas hat eine Mail geschickt und zwar hat er gefragt im Helpdesk, was kann man denn machen, wenn man Optionen handeln möchte auf Aktien, die relativ preiswert sind. Also beispielsweise, du hast eine Aktie, die findest du aus irgendeinem Grund spannend, aber die kostet eben nur $30. Was kann man da machen? Vielleicht für alle die, die noch nicht so lange dabei sind, was ist eigentlich das Problem günstiger Aktien, also preiswerter Aktien im Sinne von, was ist der absolute Preis? Der Punkt ist natürlich der, stellt euch mal vor, ihr hättet hier auf der einen Seite, hättet ihr beispielsweise die Amazon-Aktie, die kostet $2000 und daneben habt ihr vielleicht eine Aktie, die kostet, sagen wir mal, $30, ne? $35, Cisco oder irgend so etwas. Und jetzt wollt ihr eine Option darauf beispielsweise verkaufen. Ihr wollt einen Put darauf verkaufen. Und ihr würdet euch jetzt die gleichen Laufzeiten heraussuchen und ihr würdet euch den gleichen Strike bestimmt durch das Delta oder durch die erste Standardabweichung heraussuchen. So, was würde dann passieren? Dann würde vielleicht hier so ein Put $300 kosten. Und hier so ein Put, der würde vielleicht, keine Ahnung, $12 kosten. Jetzt könnt ihr euch schon vorstellen, einmal haben wir hier natürlich unterschiedliches Risiko. Ne? Also wenn wir einmal sagen, okay, die Option könnte sich verdoppeln, dann habe ich hier $300 minus und hier habe ich eben nur $12 minus. Aber wenn wir das für die meisten einfach mal hernehmen, die nämlich Gebühren bezahlen müssen. Und die meisten Händler, wenn sie nicht gerade in riesigem Maßstab handeln oder wenn sie institutionell sind oder vielleicht selbst Market Maker sind, spielen natürlich bei allem Trading immer auch die Handelsgebühren eine riesige Rolle. Und wenn wir jetzt sagen, okay, mal angenommen, wir bezahlen für einen Trade $2 Gebühren, dann ist es natürlich so, dann sind das hier fast 20% Gebühren, die wir hier haben. Und was ist es hier? 0, ne? Also es spielt dann keine Rolle mehr. Und das ist, glaube ich, auch der Hintergrund dieser Frage, dass wir also bei Optionen, die sich auf Aktien beziehen, die sehr, sehr klein sind von ihrem Preis her, dass eigentlich da die Kommissionen eine extrem große Rolle spielen. So. Jetzt kann man natürlich trotzdem mit Hilfe von Optionen einiges mit diesen preiswerten Aktien tun. Also, schauen wir uns das Ganze mal an. Nehmen wir uns also mal so eine Aktie her, die beispielsweise hier $30 kostet. So, diese $30 Aktie, mit der kannst du eben auch was machen, wenn du ein kleines Konto hast. Und zwar, gerade wer hat denn kleine Konten? Das sind doch in der Regel Einsteiger. Und Einsteiger, für die ist es doch wichtig, relativ simple Strategien auch zu fahren. Ne? Strategien, wo man nicht großartig nachdenken muss, wo auch die Fehlertoleranz sehr groß ist. Und eine dieser Strategien ist zum Beispiel Cash Secured Puts. Das heißt, Cash Secured, du musst das Geld, was es bedeuten würde, diese Aktien zu übernehmen, im Konto haben. Das ist dann Cash Secured und du schreibst einen Put. Also Beispiel, Aktie ist hier, $30 und du sagst, hey, bei 28 würde ich die Aktie gern auch kaufen, 100 Stück davon, und deswegen schreibst du hier bei 28 einen Put. So, und jetzt stellen wir uns mal vor, du hättest ein kleines Konto, sagen wir mal so $4000 beispielsweise, ne? $4000-5000, das ist jetzt nicht riesig viel und damit wirst du auch nicht gleich reich, aber zum Einstieg ist es perfekt, denn stell dir mal vor, du schreibst es hier, schreiben wir hier mal hin, $4000. Du schreibst es hier so einen Cash Secured Put und der bringt dir beispielsweise nur in Anführungszeichen, sagen wir mal, $20. Okay? Der bringt dir nur $20. So. Das klingt natürlich jetzt nicht sehr viel. $20, hey, geht auch noch ein bisschen Gebühren weg, ne, sodass du vielleicht 18 netto hast. Aber jetzt schau dir mal Folgendes an. Angenommen, du lässt diese Option jetzt
von mir aus so um die 30 Tage laufen. Also suchst du eine Option raus mit 30 Tagen Restlaufzeit und die Aktie läuft und sie fällt nicht hier unten drunter. Ne? Sie bleibt oberhalb der 28er Marke. So, was hast du denn dann eigentlich verdient? Dann wird ja deine Option hier, diese 20 Dollar wertlos verfallen. Das heißt, du hast 20 Dollar in deinem Konto. Und wie viel ist denn das jetzt auf 4.000 Dollar? Das ist ein halbes Prozent. So, das ist ein halbes Prozent. Und das ist wiederum gar nicht so wenig, weil wenn du das jeden Monat einmal machen würdest, dann wäre das im Jahr 6% Rendite ohne großen Aufwand. Das heißt, mit 12 Trades im Jahr einmal im Monat so einen Trade machen, der wirklich total simpel ist und du machst 6% im Jahr. Du musst immer überlegen, die Alternative, die du heutzutage hast, ist, dass du sagst, ich lege mein Geld aufs Konto und bekomme nichts dafür. Null, niente. Ne? Ja, du bekommst 0%, aber wenn sie dir einmal im Jahr die Kontoauszüge schicken, hast du so viel Gebühren, dass es alles wieder weg ist oder Kontoführungsgebühren. Also es nützt dir nichts. Ne? So, und hier würdest du 6% bekommen. Und das ist das ein total simples Beispiel, was wir hier gemacht haben. Ne? Es spricht ja auch nichts dagegen, sagen, ich mache das mit 2 Aktien. Und was ist denn, wenn es jetzt durchgeht, ne? Wenn da jetzt mal unter 28 fällt? Naja, okay, dann bekommst du eben hier diese Aktien für 28 Dollar eingebucht. Das heißt, du gibst dann 2.800 Dollar aus und dann könntest du Folgendes machen. Dann hört das Ganze ja nicht auf. Also das sollte schon auch eine Aktie sein, die du gerne im Depot haben möchtest. Und dann hört das ja nichts auf, also die Aktie ist jetzt hier so gefallen. Ne? Bei 28 hast du sie bekommen. Und was machst du sofort als Nächstes? Du fängst an, hier oben Calls zu schreiben. Ne? Du machst jetzt plötzlich, du hast am Anfang angefangen, Cash Secured Put. Jetzt hast du die Aktie drin, bekommst vielleicht sogar Dividenden. Und jetzt fängst du hier oben an, Calls zu schreiben, um wieder Prämie einzunehmen. Und auch dieser Call ist jetzt absolut risikofrei. Und wenn der auch wieder nur 10, 15 Dollar bringt, ne? Sind es auch wieder 3-4% im Jahr, die du machen kannst. Und so kannst du es wirklich schaffen, auch mit billigen Aktien, mit preiswerten Aktien, mit einem kleinen Konto, viel Geld zu machen mit wenig Aufwand. Ne? Und wenn jetzt einer sagt, ja, aber 6% ist doch nicht viel. Nein, das ist vielleicht nicht viel, aber du musst dir immer überlegen, wer braucht solche preiswerten Aktien? Ne? Immer derjenige, der ein kleines Konto hat. Derjenige, der ein großes Konto hat, für den spielt das doch keine Rolle. Der kann auch eine Apple nehmen, die irgendwie 200 Dollar kostet. Oder der kann eben auch eine Amazon nehmen, wenn er ein großes Konto hat, die dann irgendwie 2000 Dollar kostet. Aber hier die 30 Dollar Aktien, ne? Das ist doch vor allen Dingen für diejenigen interessant, die kleine Konten haben. Jetzt gibt es noch viel mehr Dinge, die man machen könnte. Ne? Das war jetzt hier mal Cash Secured Put mal angerissen. Man könnte auch Spreads schreiben direkt am Geld. Auch das ist eine gute Idee. Wenn euch das interessiert, schreibt mir das in die Kommentare, kann ich euch das auch mal zeigen. Wichtig ist plus eins, ihr müsst immer verstehen, die Aktie, die ihr euch raussucht, die muss immer zu eurer Kontogröße passen, vor allem, wenn ihr Gebühren bezahlt. Ihr werdet ganz häufig sehen, in Mentorings, in Coachings und so weiter, ne? Oder in irgendwelchen Sendungen, wie bei Tasty Trade beispielsweise, wo die dann sagen, hey, du kannst auch ein riesengroßes Konto nur mit 30 Dollar Aktien und Optionen darauf handeln. Ja, das kannst du, wenn die Gebühren keine Rolle spielen. Es gibt mittlerweile Flatrates, ne? Es gibt mittlerweile Entwicklungen an bei den Brokern, dass die sagen, hey, bei uns kostet eine Order, sagen wir mal, was weiß ich, können wir nehmen eine andere Farbe, damit man es gut sieht. Bei mir kostet vielleicht eine Order pro Option einen Dollar, aber maximal 10 Dollar, wenn du mehr Optionen handelst. Und wenn du jetzt zum Beispiel ein großes Konto hast, ne, sagst, hey, das ist eine super Aktie, das würde ich gerne machen, aber eigentlich lohnt sich das ja nicht durch die hohen Gebühren, ne, weil ja Optionen meist per Stückzahl abgerechnet werden. Wenn ich jetzt aber eine Flat nehmen kann, also wenn ich sage, ich kann 100 Optionen handeln für 10 Dollar, ne? Dann ist das natürlich wieder mega interessant, weil wenn du hier 15 Dollar Prämie einnimmst und kannst 100 Stück schreiben, als Beispiel, dann hast du 1500 Dollar und hast nur 10 Dollar Prämie bezahlt, dann ist das natürlich wieder super geil. Ne? Also dann macht das wieder richtig Spaß und dann spielen die Gebühren wieder keine Rolle. Das heißt, immer wenn du dir solche Fragen stellst, musst du dich als erstes fragen, wie groß ist mein Konto? Zweitens, wie hoch sind meine Gebühren? Und das zusammen ergibt dann quasi die Strategie, die du handelst.
Du kannst nicht eine Strategie, die du irgendwo im Internet siehst, die dir irgendjemand verkaufen will, kannst du nicht einfach nehmen und 1:1 auf dein Konto übertragen, wenn dein Konto und dein Wissensstand nicht der gleiche ist wie das, was du hier gesehen hast, sondern du musst das wirklich auf dich individuell übertragen. Und wie du das machen kannst, ist im Grunde ganz simpel. Du musst verstehen, wie Optionen funktionieren. Weil dann kannst du das alles adaptieren. Dann kannst du sagen, hey, okay, tolle Strategie, passt aber nicht so direkt zu meinem Konto, aber ich kann es ein bisschen umbauen. Ne? Und deswegen, das Wichtigste, was du machen musst, lernen, wie das Ganze funktioniert. Der Rest hier, diese Umsetzung, das kommt dann alles von alleine. Okay? Nächste Woche gibt es wieder eine Folge mit Fragen aus dem Helpdesk. Wir sehen uns diese Woche noch 2-mal. Danke fürs Zuschauen. Ich freue mich auf eure Kommentare und ihr dürft dieses Video natürlich teilen, beurteilen, was auch immer ihr wollt. Ne? Also, wir sehen uns wieder. Bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen. Tschüss, Servus, macht's gut. Bye, bye.